Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, 12 Uhr Mittag und wir laufen hier im Stockdunkeln bei Nacht und Sternen im Spiel herum. Ich habe es bis heute nicht begriffen, warum das so ist. Ich finde das immer schlimm. So. Mein Sohn ist zurück. Das muss gefeiert werden. Nein, Vater. Die Grauen Segel planen, was Tür anzugreifen. Was? Piraten können unsere Mauern nicht überwinden. Sobald Erzdruiden Orlight den Steinleeresamen findet, werden der Feuersang und die Grauen Segel zusammen zuschlagen. Wir müssen uns vorbereiten. Ein Sturm braut sich zusammen, meine Freundin. Aber dank euch kann ich mich ihm entgegenstellen, statt in den Verliesen der Grauen Segel zu schmachten. Und wir haben es geschafft, Druide Niraya zu retten und den Angezeitensamen zu sichern. Ihr habt erneut euren Wert bewiesen. Was wird jetzt geschehen, Sir Stefan? Jetzt nutzen wir die Zeit, die wir haben, und bereiten die Verteidigung der Stadt vor. Wir sammeln Verbündete und tun, was wir können, um die heiligen Samen zu sichern. Doch ganz gleich, was auch geschieht, es ist mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Hier, meine Freundin. Mein Vater wollte, dass ihr das bekommt. Und wir erhalten eine Halskette, robust vom Set Phönix Motten Treurig, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, und einen Fertigkeitspunkt. Die Grauen Segel meinen, was Tyrs Mauern durchbrechen zu können. Niemals. Doch sie könnten ausreichend viele sein, um uns zu überwältigen, insbesondere mit dem Feuersang an ihrer Seite. Wir brauchen mehr Verteidiger, die uns beistehen. Mehr Verteidiger? Ist das überhaupt möglich? Beim Grün, ich hoffe es. Die Steinleere und die Angezeiten-Druiden. Sie schweben in ebenso großer Gefahr wie wir. Vielleicht sogar noch größerer, weil der Feuersang ihre heiligen Samen will. Sie müssen uns bei der Verteidigung der Stadt helfen. Und da kommt ihr ins Spiel. Was soll ich für euch tun? Während ich meinem Vater helfe, die Stadt zu verteidigen, will ich, dass ihr die Erzdruiden aufsucht und uns ihre Hilfe sichert. Im Austausch bekommen sie einen Ort, um ihre Verwundeten und die Samen zu schützen. Fangt mit Erzdruide Rahval vom Steinleere-Zirkel an. Ich werde mit Erzdruide Rahval sprechen. Erzdruide Rahval ist im Rankenviertel, dem druidischen Teil der Stadt. Er sollte euch sagen können, wo ihr Erzdruide Elik findet, sobald ihr euch mit ihm einig seid. In der Zwischenzeit habe ich viel damit zu tun, die Stadt auf den kommenden Angriff vorzubereiten. Was werdet ihr tun, um für Vastyrs Sicherheit zu sorgen? Alles in meiner Macht Stehende. Wir sahen uns noch nie einer Invasion solcher Größe gegenüber, doch Vastyr ist nicht schutzlos. Wir haben Ritter, Mauern und den Vorteil der Vorbereitung. Wir können Barrikaden errichten, Fallen vorbereiten und Nicht-Kombatanten in Sicherheit bringen. Glaubt ihr, dass das reichen wird? Nein. Deshalb brauchen wir die Druiden, um die Mauern zu verteidigen. Wir dürfen Vastyr nicht den Grauen Segeln überlassen. Was ist mit Kapitän Sierra Vane und ihren Goldklingen? Das ist eine interessante Idee. Sie scheint bereit zu sein, uns zu unterstützen. Es war ihre Warnung, die uns auf den bevorstehenden Angriff aufmerksam machte. Ich bezweifle allerdings, dass sie uns aus der reinen Güte ihres Herzens helfen wird. Sierra Vane will Meeresfürst Nalos erschlagen. Falls er den Angriff anführt, würde Vastyr diese Gelegenheit bieten. Und Haus Monar wäre bereit, ihre Dienste anzuwerben. Wir haben nichts dagegen, Söldner anzustellen, wie ihr durchaus wisst. Der Punkt könnte allerdings hinfällig sein. Wir wissen nicht, wie wir ihr eine Nachricht schicken können oder wo sie sich überhaupt versteckt. Vielleicht findet sie mich ja auch. Meint ihr wirklich, dass die Druiden sich bereit erklären, die Stadt zu verteidigen? Wir können nur um Hilfe bitten und hoffen, meine Freundin. Druiden mögen keine Kriegertradition haben, doch ich weiß, dass sie keine Feiglinge sind. Und sie können kämpfen. Ich habe gesehen, was die Angezeiten bewirken können. Und ich weiß, dass die Steinleere sich schützen wird, wenn nötig. Sagt ihr noch was? Nee, ne? Dann können wir direkt rausgehen. Normalerweise ist es so, ich renne dann direkt raus und dann kurz vor der Tür, wenn ich schon drauf gedrückt habe oder so, dann fangen die plötzlich an zu reden. Moment, der ist da in dem Viertel, wo ich jetzt quasi hergekommen bin aus der letzten Folge. Kann ich hier runter? Ja. Hier bin ich ja sogar hergelaufen. Eigentlich kann ich auch reiten, ne? Ist zwar jetzt nicht so weit entfernt, aber wenn man sich dadurch ein bisschen Zeit ersparen kann. Wieso nicht? Nur das Aroma, Leute.
Druidenfreundin. Ich habe gehört, was ihr getan habt. Wie ihr den angezeigten Samen gesichert und in die Obhut von Erzdruide Ellig übergeben habt. Wiederum habt ihr bewiesen, eine wahre Freundin der Druiden zu sein. Doch was höre ich da über einen bevorstehenden Angriff auf die Stadt? Deshalb bin ich hier. Sir Stefan bittet darum, dass die Druiden helfen, Vastyr vor dem kommenden Angriff zu verteidigen. Stefan muss seine Armee stärken und will das mit der Steinlehre und den Angezeigten tun? Ich schätze, das ergibt Sinn. Wir wissen uns selbst zu verteidigen und es ist unser dritter Zirkel, der abtrünnig geworden ist. Ich kann die Steinlehre dieser Sache verschreiben. Sehr schön. Was ist mit den Angezeigten? Ich sollte auch mit Erzdruide Ellig sprechen. Lasst mich mit Ellig sprechen. Wenn jemand ihn überzeugen kann, seine Leute in die Stadt zu bringen, um bei der Verteidigung der Mauern zu helfen, dann ist es ein anderer Erzdruide. Stattdessen will ich euch nach Glimmerbergsee schicken. In Ordnung, doch was gibt es in Glimmerbergsee? Laurel und die meisten Steinlehre-Druiden von Galen sind in Glimmerbergsee. Setzt sie über den Plan in Kenntnis und sagt ihr, dass sie unseren Zirkel auf den Krieg vorbereiten soll. Ich werde euch dort treffen, sobald ich Erzdruide Ellig überzeugt habe, es genauso zu halten. Das Dorf liegt gleich nördlich von Vastyr. Ist der Steinlehre-Samen sicher, Erzdruide? Vollkommen. Ich habe ihn Free zur Verwahrung gegeben. Wen könnte es Besseres geben, um etwas so Heiliges zu behüten, als einen durch Yffres Willen geschmiedeten Geist? Free war sehr interessiert daran. Sehr meinte, eine Verbindung dazu zu spüren und wollte den Samen untersuchen. Hat Free etwas durch die Untersuchung des Samens erfahren? Das werdet ihr Free selbst fragen müssen. Ich bin unmittelbar nach der Übergabe des Samens nach Vastyr zurückgekehrt. Fries Art der Verständigung ist immer noch verwirrend. Ich glaube, wir lernen jeden Tag voneinander, doch es bleiben noch viele Geheimnisse. Wird die Steinlehre einwilligen, bei der Verteidigung von Vastyr zu helfen? Die Anfrage kam von Stefan. Und mein Zirkel liebt ihn wie einen von uns. Zudem hat der Feuersang auch uns angegriffen. Und wir spüren eine Verantwortung für unsere fehlgeleiteten Kameraden. Überdies bin ich ihr Erzdruide und habe bereits eingewilligt. Die Sache ist beschlossen. Ja, wenn das so einfach geht, dann mache ich mir ja keine Sorgen. Okay, dann müssen wir erstmal hier raus. Ich weiß nur nicht genau, wie weit das dann weg ist. So, wir gucken mal eben. So, ich kann es immer noch nicht sehen. Ich kann es tatsächlich immer noch nicht sehen. Moment. Also, bitte. Es liegt gleich nördlich. Es liegt ganz oben auf der Karte. Das wäre wohl richtiger gewesen. Na gut, ich mache mich jetzt dahin auf, weil ich habe die Wegschreine alle nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tja. Ja!
nicht, ob ich Zeit rückwürde. So, da sind wir. Hier. Liegt nur still. Laurel, ich habe keine Zeit. Ich muss den Krieg vorbereiten. Vielen Dank, dass ihr es seid. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Die Ahngezeiten sind den Pfadverrätern des Feuersangs und ihren grauen Segelparasiten in dieser Gegend in die Hände gefallen. Ich tue, was ich kann, um ihren Verwundeten zu helfen. Fäule, ihr seht aus, als hättet ihr Neuigkeiten. Was gibt es? Erzdruide Raval schickt mich. Sir Stefan hat darum gebeten, dass die Druiden helfen, Vastyr zu verteidigen, und er hat eingewilligt. Das kommt unerwartet. Wir mischen uns in der Regel nicht in Kriege und Politik ein. Doch das geht alles vom Feuersang aus. Das macht es wohl auch zu einem Druidenproblem. Nun, wir sind hier draußen im Grunde von Feuersang und Grauensegeln umzingelt. Ich könnte eure Hilfe brauchen. Was soll ich tun? Wir müssen das Leuchtfeuer entzünden, um alle steinleere Druiden von Galen in Glimmerbergsee zu versammeln. Doch die Grauensegel haben bei einem der jüngsten Überfälle auf das Dorf die Ewigflammenfackel gestohlen. Wir brauchen die verzauberte Fackel, um das Leuchtfeuer zu entzünden. Wohin haben die Grauensegel die Ewigflammenfackel gebracht? Die Grauensegel haben eine Landestelle an der Bruchruderbucht, etwas nordöstlich von hier am Ufer. Bergt die Ewigflammenfackel und trefft mich an der Schleierklippe im Westen. Dort werden wir das Leuchtfeuer entzünden. Sagt diese zwei Sätze 10-mal schnell hintereinander. Ich berge die Ewigflammenfackel und treffe euch an der Schleierklippe. Geht zur Bruchruderbucht und bergt die Ewigflammenfackel. Es gibt einen Pfad im Osten, der hinunter zum Ufer führt. Trefft mich danach am Leuchtfeuer der Schleierklippe. Seid vorsichtig. Unsere Feinde sind zahllos wie die Grashalme, sobald ihr den Schutz des Dorfes verlasst. Werden die Ahngezeiten-Druiden hier zurechtkommen? Ich habe denen geholfen, die am schlimmsten verwundet waren. Die meisten sind mehr erschüttert als wirklich schwer verletzt. Doch ich bezweifle, dass sie überlebt hätten, wenn sie es nicht nach Glimmerbergsee geschafft hätten. Erzählt mir mehr über diese Fackel und das Leuchtfeuer. Das Leuchtfeuer wird in Zeiten der Gefahr genutzt, um die steinleere Druiden zu alarmieren, die über die Insel verstreut leben, und um sie nach Glimmerbergsee zurückzurufen. Die Verzauberung der Ewigflammenfackel erlaubt es dem Licht des Leuchtfeuers, überall auf Galen gesehen zu werden. Ich war schon weiter, tut mir leid. Wann wurde das Leuchtfeuer das letzte Mal entzündet? Vor vielen, vielen Jahren. Ich war so jung, dass ich mich kaum daran erinnern kann. Ich weiß noch, dass ich Angst hatte. Es gab irgendeine tollwütige Kreatur, die über die Nordhälfte der Insel streifte. Es wird selten benutzt und nur in außerordentlichen Notfällen. Ich glaube, das hier zählt. Erzdruide Raval sagte, er hätte den Samen eures Zirkels Free gegeben. Ist der immer noch sicher? Ich glaube schon, aber ich habe Free aus den Augen verloren, als die Ahngezeiten anfingen, ins Dorf zu strömen. Ich bin mir sicher, Ser hat sich ein sicheres Versteck gesucht. Vertrauen wir Free. Wir können nach Sem sehen, sobald wir das Leuchtfeuer entzündet haben. Also falls ihr mir das mit dem Ser mal erklären könnt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das verwirrt mich so sehr. Ich denke, mit Ser meinen die Free, aber irgendwie, warum sagen die da nicht Free? Das, ja, wie gesagt, das verwirrt mich total. So, wir müssen jetzt erstmal in die Richtung. Und so wie sich das angehört hat, sind da wohl auch viele Gegner. Der Pfad zur Bruchruderbucht. Frage ist jetzt, und das nehmen wir auf jeden Fall mit, das braucht man immer. Oh, der erste steht hier schon und liegt auf der Lauer. So. Ja, ja. Stell dich nicht so an. Geh zur Bruchruderbucht. Die ist dann wahrscheinlich hier unten irgendwo. Berg die ewige Flamme. Das ist wahrscheinlich die hier oben, oder? Ja. Das sieht gut aus. Treff die Druiden. Da sind wir. Wir müssen dahin. Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Moment, erstmal den Weg, den wir runtergelaufen sind, wahrscheinlich wieder hoch. Ich werde jetzt erstmal rüberlaufen und ich treffe euch dann gleich am Zielort wieder. Bis gleich.
Legt euch nicht mit einem Straßenkind an! Ist dieser Ort nicht wunderbar? Ich bin schier bezaubert von den primitiven Stilrichtungen der Architektur. Das ist ja toll, aber mit euch brauche ich ja gar nicht zu reden. Wo ist sie denn jetzt? Ganz oben, oder was? Komme ich denn da hoch? Ist nicht da, oder? Das ist keine Verbindung. Jetzt bin ich einigermaßen verwirrt. Ich denke mal, ich muss jetzt hier weiter rum und dann hier oben hochlaufen. Ich bin zumindest schon mal irgendwo in der Nähe vom Einsatzort. Beziehungsweise vom Treffpunkt, nicht Einsatzort. Unten geht's nicht runter. Nee, das ist hier oben. Hier. Das Leuchtfeuer ist bereit. Habt ihr die Fackel? Ja, aber auch gerade unerwartet. Oh. Hallo? Ich habe auf 2 gedrückt. Wieso funktioniert das nicht? Wo ist der Typ jetzt? Hallo? Hä? Was war das denn gerade? Der ist ja komplett auf der anderen Seite gewesen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Egal, ich nehme das Blümchen und es geht weiter. Es ist schlimmer, als ich dachte. Ich habe mehr als genug Leichen auf dem Weg hierher gesehen. Ich bin mir sicher, ihr habt das auch. Wenn wir uns nicht sputen, haben diese vergifteten Dornen genug Leute, um Glimmerbergsee zu überwältigen. Fäule! Ihr meint, die Grauensegel planen, Glimmerbergsee anzugreifen? Natürlich. Warum sollten sie uns sonst umzingeln? Warum sollten sie die Ewigflammenfackel stehlen? Wenigstens haben sie es noch nicht zum Leuchtfeuer geschafft. Es ist bereit und wird die Steinlehre nach Glimmerbergsee rufen, wie die Kolibris zur bunten Blüte. Habt ihr die Fackel? Ja, ich habe die Ewigflammenfackel besorgt. Gut, dann entzündet das Leuchtfeuer. Beeilt euch, bevor die grauen Segel uns entdecken. Mama. Gut. Kehren wir nach Glimmerbergsee zurück und bereiten die Druiden auf den Krieg vor. Okay. Ich schau mal, ob ich hier ein bisschen abkürzen kann. Ansonsten habe ich ein Problem. Moment, das war hier unten. Solch prächtiges Grün, solch intensives Blau. Und dann bin ich dadurch raus. Ich habe noch nie derart lebendige Farben gesehen. Ich kann aber, glaube ich, hier direkt durch, oder? Weil das ist doch von den Druiden hier der Teil, genau. Ich hätte natürlich auch direkt einfach hier durchgekonnt, statt durch die ganzen Feinde durchzulaufen. Aber gut, man lernt ja nie aus. Leute, wo seid ihr? Mit wem muss ich sprechen? Das Leuchtfeuer ist entfacht. Gut, Laurel. Ah, Druidenfreundin. Vielen Dank für die Unterstützung von Laurel. Ich habe mit Ellick gesprochen und er hat eingewilligt, seine Ahngezeiten mitzubringen, um Vastyr zu verteidigen. Daher habe ich mich auf den Weg hierher gemacht, um meine Leute zur Stadt zu führen. Doch erst müssen wir uns um diese Sache mit dem Heiligen Samen kümmern. Was ist mit dem Heiligen Samen? Ich hätte gern, dass ihr und Druidin Laurel sicherstellt, dass der Samen und Free wohl auf sind. Laurel glaubt, dass Seelen nach Chlorhaik gebracht hat. Eine alte Höhle, die Free oft besucht, seitdem Seer hier ist. Doch dieser Ort scheint Zen anzuziehen. Jetzt verstehe ich noch weniger. Also Free ist anscheinend doch nicht sehr und wer ist jetzt Zen und ich... Oh. Was ist mit den Druiden? Braucht ihr keine Hilfe, um sie nach Vastyr zu bringen? Bei Ifre und dem Grün.
Ich kann meine Leute und die Angezeigten sammeln, die hier Zuflucht gefunden haben. Ihr und Laurel müsst für mich nach Vrie und dem Samen sehen. So wie die Grauenssegel und der Feuersang die Gegend durchkämmen, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor sie entdeckt werden. Ich reise nach Klohaik und sehe nach Vrie. Klohaik liegt gleich im Osten. Bitte beeilt euch. Wenn der Feuersang diese Höhle findet, wird er alles tun, um an Vrie und unseren heiligen Samen zu kommen. Was könnt ihr mir über Klohaik erzählen? Leider nicht viel. Sie mag früher eine große Bedeutung gehabt haben. Doch nun ist es nur noch eine überwucherte, verlassene Höhle. Niemand hat ihr viel Beachtung geschenkt, bis Vrie ins Dorf kam. Warum war Vrie so interessiert an der Höhle? Wisst ihr, ich hatte keine Gelegenheit, danach zu fragen. Vrie liebt es aber, diesen Ort zu erkunden. Ein paar Mal nahm sie auch Druidin Laurel mit, denke ich. Vielleicht kann sie euch mehr sagen. Wie lange noch, bis ihr bereit seid, die Druiden nach Vastyr zu führen? Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Ich muss unseren Druiden Zeit für den Weg hierher aus allen Ecken der Insel geben. Außerdem müssen wir Waffen sammeln und Vorräte packen. Keine Sorge, wir werden die Stadt erreichen, bevor der Angriff wirklich losgeht. Was ist mit dem Feuersang und den Grauensegeln, die Glimmerbergsee umzingelt haben? Wir sind im Revier der Steinlehre. Meine Leute kennen Pfade und Wege, die es ihnen erlauben sollten, die meisten unserer Feinde zu meiden. Und falls alles andere scheitert, wissen sie, wie man kämpft. Deshalb hat Stefan um unsere Hilfe für die kommende Schlacht gebeten. Geht mit unserer Freundin, Laurel. Kümmert euch um Vrie. Sammelt eure Habseligkeiten zusammen. Wir gehen nach Vastyr, wenn alle da sind. Ja, ich wollte nur mal eben gucken, wo ich hier eigentlich hin muss. Und es wird schon... Moment. Diesmal wird es angezeigt hier oben. Okay. Dann reisen wir noch ganz schnell zu einem Buch. Würdin, Töchter und Wälder könnt ihr euch gerne durchlesen. War jetzt aber gerade nicht mein Ziel. So, ich schneide das jetzt mal nicht raus, weil das ist ja jetzt nicht so weit weg hier. Das Auge sollte jetzt eigentlich ziemlich schnell erreichbar sein. So, Moment, jetzt müssen wir gleich nach links. Da sind schon ein paar Tote, das sieht nicht gut aus. Nur langsam, reden wir. Fäule! Ich habe eine Gruppe Grauensegel und Feuersang in die Höhle gehen sehen, als ich eintraf. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Vrie entdeckt haben oder einfach nur neugierig sind, aber das ist nicht gut. Wir müssen da rein. Vrie und der Samen sind in Gefahr. Gibt es etwas außer Vrie, was der Feuersang da drin wollen würde? Nicht, dass ich wüsste. Es gibt ein paar druidische Schnitzereien und so, doch ich hatte noch keine Gelegenheit, sie zu untersuchen. Alles hier ist überwuchert. Die Höhle hat Vrie allerdings fasziniert. Etwas scheint denn immer wieder hierher zu ziehen. Der Erzdruide sagte, ihr wärt mit Vrie hergekommen? Ein paar Mal, ja. Ich versuchte ein wenig aufzuräumen, während Vrie sich umsah. Manchmal saß er einfach nur da und meditierte längere Zeit. Wenn wir Vrie finden, werde ich nachfragen, worum es da ging. Gehen wir und helfen Vrie. Na dann, komm mit. Vrie hat viel freigeräumt, seit ich das letzte Mal hier war. Das oder der Feuersang hat etwas eingerissen. Da war eine Kiste. Ach, na toll, war ja klar. Hallo, Leute. Ist das Vrie? Und das sind... Halt! Vorher bedeckten Ranken, diesen Teil. Ah, das kann ja sein. Sie hat ja gerade erst noch gesagt, dass die viel freigemacht haben. Hier steht mir jetzt aber ein bisschen im Weg. Schön. Oh, tötet 5 humanoide Seht. Widersacher. Noch mehr Markierungen. Wir sollten sie untersuchen. Sind das... Ja, die heiligen Samen. Und Vrie lässt daraus eine Krone, einen Stab und eine Stulpe wachsen. Suchen wir weiter. Ja, schön, dass du so viel da drin erkennen kannst. Ich kann da nichts drin erkennen.
Hier ist noch eine. Die kann man sich wenigstens holen, ohne dass man hier direkt angegriffen wird. Ja gut, die andere hätte ich mir auch holen können, wenn ich die jetzt getötet hätte. Aber naja. So. Vorne ist noch was. Bestimmt auch wieder Gegner. Hab ich gewusst. Ihr wollt doch irgendwas daraus lernen. Noch eine Markierung. Untersucht sie. Ja. Aber achtet auf den Feuersang. Ein Druide, der Stab und Stulpe hält. Und Free setzt ihm die Krone aufs Haupt. Genau wie in der Prophezeiung. Wir müssen Free finden. Sofort. Ja, wie gesagt, ich kann da gar nichts erkennen. Aber ich nehme mal an, dass das so richtig ist, was die sagt. Also. Da einmal geradeaus. Das. Ein Schutzzauber für die Tür auf der anderen Seite. Ist der von Free? Wir müssen einen Weg finden, um die Tür zu öffnen. Machen wir. Ist der jetzt schon offen? Nee. Och, jetzt geh mir doch nicht auf die Nerven. Ich denke, die anderen sind mit dir beschäftigt. So. Das war's. Die Tür sollte jetzt offen sein. Aber der Typ nervt nur. Der Seher und die Samen gehören dem Feuersang! So, kommt mit. Weg ist frei. Seht, das ist Free auf der anderen Seite der Kammer. Ach, da hinten. Free? Hallo? Geklappt. Geheimnisse bleiben vergraben. Was? Hallo, lauf doch nicht weg. Sie knirschen mit geschärften Zähnen, kratzen an den Toren. Aber jetzt Druiden-Laurel, Lavendel und Holzrauch. Vertraut. Und ihr, Schlacht und die Berührung von Blättern. Ich habe Samen bewahrt, doch der Schutz verdorrt. Free, geht es euch gut? Was ist dies für ein Ort? Free ist Free. Ort erschaffen vom Druidenkönig. Sang für mich. Die Wände lehrten mich, sagten mir, wer ich bin. Geschaffen, um die heiligen Samen zu säen, die Insignien zu hüten. Wenn die Zeit kommt, werde ich sie aus den Samen wachsen lassen. Er erwartete, dass der Samen hier sicher ist. Er war es nicht. Sind die heiligen Samen in Wirklichkeit die Insignien des Druidenkönigs? Der Druidenkönig rief Free aus dem Grün, band uns, um eines Tages die Insignien neu zu schmieden. Die Samen zu säen, wenn drei Zirkel einer werden. Das ist mein Zweck. Den Garten bewahren. Doch die Ereignisse sind ungewiss. Der Samen ist nicht sicher. Nicht einmal hier. Was können wir tun? Die Steinlehre-Druiden reisen nach Vastyr, um die Stadt zu verteidigen. Der Samen sollte dort sicher sein. Gut. Ich bin ausgedünnt. Müde. Verwelkt. Ich bin zu groß gewachsen. Bringt den Samen Erzdruide Raval. Er soll ihn jetzt nähren, beschützen. Schlüpft in die Mauern. Stellt euch dem Sturm. Nehmt den Samen und lasst uns diesen Ort verlassen. Ich nehme den heiligen Samen. Der Samen ruht dort, sicher, wartend. Ein stilles und starkes Ding, in verschiedenen Händen ruhend. Gebt ihn Erzdruide Raval, wenn wir von hier aufbrechen, um ihn zu den unnatürlichen Mauern zu bringen. Ihr sagtet, der Druidenkönig hat diesen Ort erschaffen? Ja, vor langer Zeit. Es war ein Heiligtum, verloren in der Zeit. Doch es birgt Antworten, die Wahrheiten über mich.
Je länger ich blieb, desto mehr erfuhr ich. Erinnerte mich. Meine Hände allein können weihen. Ich lasse die Samen wachsen. Wenn die drei Zirkel eins werden, was meintet ihr damit? Das ist das, was der Druidenkönig mir sagte. Was der Traum uns allen sagte. Wenn die Druiden bereit sind, ganz zu sein. Bäche münden in einen Fluss, nicht zerbrochen. Nicht mit blutigen Fingern nach den Samen greifend. Ich bin wach, doch die Zeit ist falsch. Ihr erwählt also den neuen Druidenkönig? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich allein die Samen wachsen lassen kann. Ein Ritual, geweihter Boden. Drei heilige Samen, drei mächtige Symbole. Sie werden zu Krone, Stab und Stulpe heranwachsen. Die Insignien des Druidenkönigs. Vielleicht wird sie ein neuer König führen. Sind die Insignien eine Art magisches Relikt? Magisch? Nein, nicht so wie ihr denkt. Symbole eines Amts. Eine Autorität. Nur ich kann sie wachsen lassen. Nur ich kann die Samen säen. Zum Säen erschaffen. Und doch, wir müssen die Samen sicher verwahren. Erzdruidin Orlight darf sie nicht erlangen, falls ich mich irre. Ihr klingt anders, Free. Ich lernte. Die steinleere Druiden halfen, sprachen. Sie sind geduldig, freundlich. Je mehr Zeit ich bei ihnen verbrachte, Sonne auf Blättern, breites Lächeln, weiche Hände, Lachen wie blubbernde Bäche. Es wird leichter, die sterblichen Worte zu sprechen. Zu sein. Gut gemacht, Free. Aber ihr seht erschöpft aus. Free kehrt mit dem Samen nach Glimmerberg sie zurück. Alles ich wächst. Sorge dafür, dass Free hier sicher rauskommt. Laurel, Freundin, nehmt den Samen. Ja, das haben wir gemacht. Und ich würde sagen, dass wir, weil ich denke, dass wir dann die Aufgabe abschließen werden, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge direkt am Zielort wiedersehen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.